Einen wunderschönen guten Tag und natürlich auch hier zum Fazit Video zum Hecht und Barsch Adventskalender 2022 ja was soll man zu dem Kalender noch groß sagen ihr seht es hier selber auf dem Tisch das sieht auch einfach toll aus ja naja, fangen wir mal an. 99,95 Euro hat der Kalender äh, gekostet. Äh, der Warenwert hier ohne die Berechnung von Sonderfarben, was wir natürlich jetzt auch schwer genau beziffern können, äh, sind 215 Euro. Das heißt, äh, pro Tür bezahlt haben wir 4,16 Euro und 8,96 Euro pro Tür ungefähr bekommen. Ja, mit den Sonderfarben hat Hecht und Barsch ja auch im letzten Jahr schon hier die Messlatte sehr hochgelegt. Das mögen tatsächlich die meisten Leute. Es gibt auch welche, die sagen, ja, Sonderfarben ist halt so eine Sache, wenn ich den Köder halt verliere, kann ich ihn halt nicht nachkaufen. Ja, natürlich. Aber ähm, es geht natürlich bei so einem Adventskalender für mich persönlich auch darum, etwas Besonderes zu haben, äh, dass man sieht, dass sich jemand Mühe gegeben hat, dass man äh, sich Gedanken gemacht hat. Ähm, und das hat man hier ganz klar, wenn ich hier als Beispiel gleich mal hier Miami Wise, äh, Ice sage ich auch schon wieder Miami Ice, Miami Ice die Türchen hier nennen kann. Ähm, die auch direkt hintereinander waren, die wirklich toll zusammenpassen, optisch, ähm, sowohl als auch natürlich größentechnisch. Ähm, einfach toll. Also wirklich super gemacht, auch wenn es da ein kleines Problem gab. Beim Packen habe ich ja im Endeffekt mitbekommen, da hat sich irgendwie ein Karton äh, einer normalen Standardfarbe mit reingemogelt. Äh, aber ich glaube, da hat der Kundensupport schon mittlerweile eine gute Lösung ähm, gefunden. <laughs> Ansonsten, wie gesagt, das Sonderfarbenthema bei da war schon im letzten Jahr groß geschrieben. Auch die kreativen Namen einfach dazu ähm, haben sie sehr schön gemacht. Zumindest was die Eigenprodukte angeht. Also die LMAB-Sachen ähm, hier mit Christmas Tree, Christmas Perch, ähm, Miami Ice, Das hat man noch Grinch, fand ich auch sehr cool natürlich. Äh, Lemon Ice, genau. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Ja, die Eigenmarken waren ja auch einigen tatsächlich. Also, einigen ist wahrscheinlich auch zu viel gesagt. Ein paar Leuten auch ein Dorn im Auge, wenn man da natürlich sagt, da hat äh, LMAB natürlich, wahrscheinlich am meisten von, wenn sie die äh, Eigenmarken reinpacken, natürlich, um äh, den Preis da ein bisschen im Rahmen zu halten. Finde ich pers persönlich überhaupt gar nicht schlimm. Die Produkte sind einfach klasse. Also da wüsste ich nicht, was man dagegen haben soll. Kann ich in jedem Küchen Alex Rapalla oder äh, Nace drin liegen. Von daher geht das für mich sowas von klar. Also. Toll gemacht, auf jeden Fall. Ein guter Mix, finde ich persönlich. Das Terminal Tackle kam auch tatsächlich gut an, obwohl ich es wahrscheinlich ja nicht ganz so cool fand, tatsächlich. Ähm, aber das äh, Snap-Paket hier ist auf jeden Fall ziemlich teuer. Und auch das Vorfachmaterial gut. Da haben einige gesagt, sind jetzt noch 15 Meter. Geht für mich auch äh, erstmal klar in dem Fall. Ne? Da bin ich gespannt, was man da im nächsten Jahr macht. Man kann natürlich auch nicht drei Spulen reinlegen. Also für den Hechtangler, für den Zanderangler und für den Barschangler. Deswegen hat man sich hier für so ein Mittelmaß entschieden. Da kann man, würde ich sagen, Zander und. Äh, auf jeden Fall mit Fischen kann man machen, finde ich gut. Auch hier das äh, Mixpaket natürlich von den Jigköpfen, auch ganz toll, äh, ein schönes Paket hier. ja Ansonsten fand ich noch sehr positiv äh, der einzige Kalender, in dem wir auch ein paar Weihnachtsgrüße drin gefunden haben, in Form von kleinen Aufklebern, ob sie in der 6 war oder halt auch in der 24, nochmal so ein kleiner ähm, Fragebogen, wie euch der Kalender dann gefallen hat, mit einem Feedback sozusagen oder halt auch hier von der. Uh, Lurfenstürchen Türchen auch noch mal der Hinweis mit einer exklusiven Sonderfarbe Happy Jesus ja also ganz nett gemacht Süßigkeiten haben wir auch hier in dem Kalender nicht uh, muss man auch nicht haben ich persönlich finde es ganz cool aber ich kann auch verstehen wenn die meisten Leute sagen ja ah, brauche ich nicht kriege ich genug zu Weihnachten alles cool tatsächlich uh, was mir so ein bisschen aufgefallen ist ich hätte tatsächlich uh, die 24 uh, glaube ich anders gemacht uh, der Köder hier ist neu auf dem Markt, also hier eine Produktneuheit gibt es noch nicht im Shop, also jetzt mittlerweile weiß ich es tatsächlich nicht, aber zum Zeitpunkt des Kalenders gab es den noch nicht. Vielleicht hat man sich sowas für die 24 aufheben sollen, wobei da vielleicht einige wieder gesagt hätten, ja, ein LMAB-Produkt in der 24, für finde ich auch nicht so cool. Hm. Oder zumindest für den Naze, äh, Maze Runner hier, ähm noch die passenden Trailer mit dazu. Das hätte ich vielleicht ganz gut gefunden. Der Köder an sich ist natürlich toll. Das ist ein Nase-Produkt. Da haben viele sicherlich auf den Hardbeat gewartet, dessen Name ich jetzt leider nicht weiß. Aber das ging natürlich wahrscheinlich einfach kalenderplanungstechnisch nicht, weil der Köder ja auch noch nicht auf dem Markt ist. Ich habe den Köder halt schon in den Händen gehabt. Ich weiß nicht aus welchen Boxen. Oder habe ich, ich habe mir auch eingekauft tatsächlich. Von daher war der Wow-Effekt jetzt bei der 24 für mich natürlich nicht ganz so groß. Ich verstehe natürlich, wenn viele den total cool finden. Aber der hätte jetzt vielleicht auch nochmal eine Packung Trailer. das ist natürlich natürlich Einfach ja, abgerundet. Ne? Oder man hätte was anderes reingepackt. Weiß ich nicht. Ich könnte einmal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Fand ich als 24. Das Türchen tatsächlich nicht ganz so geil. Da habe ich mich mehr natürlich gefreut, tatsächlich fast. Äh, einfach weil ich natürlich auch gerne auf Barsch angel, Zum Beispiel über den. Aber der war natürlich für die 24 wahrscheinlich auch ein bisschen klein gewesen. Der war auch mega geil hier. Eine wirklich tolle Farbe. Und, äh, auch wieder Barschgröße, man sieht es hier schon. Aber einfach toll. Also tolle Produkte mit dabei, auch der Hackbanger hier. Also. Wunderbar. Also ganz toll. Eine tolle Auswahl. Finde ich einfach klasse. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Terminal Tackle habe ich schon gesagt. Genau, ähm, die Stimmung durch die Namen ist hier natürlich sehr gegeben. Also wie gesagt, Adventskalender. Technisch kommt der Kalender hier natürlich, auch wenn ich die Bewertung jetzt nicht über alle Kalender hier in einem Video... Äh, machen möchte, ähm, kommt hier eine wirklich weihnachtliche Stimmung auf, was natürlich durch die Farben kommt, durch die Namen, die man hier den äh, Ködern gegeben hat, auch durch die Vielfalt einfach. Ähm, auch der Kalender zeigt ganz gut gegenüber dem Western-Kalender, ohne das jetzt wirklich genau untereinander vergleichen zu wollen, dass man auch hier eine wirklich breite Produktpalette Palette reinpacken kann. Und der Kalender hat halt auch noch weniger kostet, darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil Westin beispielsweise natürlich viele Produkte im Angebot hat. Da haben sie bei ihrem Kalender das natürlich ein bisschen, ja. Schleifen lassen, sagen wir es mal so. Hat man hier im Hecht- und Barschkalender nicht. Wir haben hier wirklich eine große Auswahl an tollen Sachen. Ich glaube, wer sich den Kalender geholt hat, der wird sicherlich nicht enttäuscht worden sein. Sowohl wahnwerttechnisch als auch natürlich von der Anzahl der Köder, von der Qualität der Köder, von den Marken her, von den Farben her. Also, ich wüsste nicht, was ich an dem Kalender groß auszusetzen haben sollte. Wie gesagt, für mich die 24 fand ich nicht cool genug für eine 24 tatsächlich. Aber das ist auch nur meine eigene Meinung. Und ansonsten, äh, tolles Teil. Also muss ich wirklich sagen, ja. Kauft den auf jeden Fall auch im nächsten Jahr ganz genau, viel mehr gibt es eigentlich glaube ich zu dem Kalender tatsächlich nichts zu sagen, also ich bin wie im letzten Jahr glaube ich schon fast ein bisschen begeistert, äh, wie viel Liebe man da auch reingesteckt hat, wie auch die Türchen oft untereinander abgestimmt sind und ähm, ja, freue mich natürlich auch, wenn euch der Kalender gefallen hat und was ihr mir hier zu dem Kalender in die Kommentare schreibt, nicht dass ich was mit dem Kalender zu tun gehabt hätte, aber ich freue mich trotzdem, weil das Produkt einfach wirklich ein gutes ist, also auch gerade für 100 Euro also ich weiß nicht was man für 100 Euro an einem Angeladventskalender für Raubfischangler mehr hätte erwartet können wie bei diesem kalender Na, muss man halt einfach mal hier nochmal so sagen wir haben neue produkte wir haben äh, creature baits wir haben einfach alles mit dabei also für jeden angler eigentlich aus dem raubfischbereich was mit dabei für den hechtangler hatte ich erst so überlegt äh, als ich das mir äh, im kopf schon mal so überlegt habe für den hechtangler jetzt nicht groß was an hardbaits oder so aber ich glaube wenn ich jetzt hier den trailer und den äh, multivipe hier zusammenfüge das ist natürlich auch eine ganz schöne hausnummer von der größe her oder halt auch der das ist natürlich auch was für den Hechtangler, ne? Also auch da ist auf jeden Fall ähm, etwas dabei, ähm, was man auf jeden Fall für Hechte auch fischen kann. Ganz genau, der hier natürlich auch, ne? Also Christmas Perch, auch ziemlich geil. Also schon toll, also wirklich schon toll. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen tollen Kalender, äh, liebes Hecht und Barsch Team. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr und dann würde ich mal sagen, äh, sehen wir uns schon bald wieder. Ja, macht's gut, bis dann. Euer Lamy.